Jo Leute, was geht ab, meine Freunde, und herzlich willkommen. Ich hoffe, euch geht's gut. Heute zeige ich euch, wie man kleine, coole Outfits bekommen könnt oder mixen könnt. Es ist sehr, sehr leicht, solo, klappt auf jedem System und wegen meiner Stimme. Ich bin leider immer noch erkältet. Ihr wisst, ich hatte vor ein paar Tagen einen krassen Virus in meinem Körper und den habe ich natürlich besiegt. So, Treffpunkt ist natürlich hier oben. Dann drückt ihr Touchpad, geht nach unten. Markierung, Jobs und so weiter, alles mal anmachen, dann habt ihr das so wie ich jetzt. Dann drückt ihr wieder Touchpad. CEO oder Motorradclub. Egal welches. Ja, wieder Touchpad, Verwaltung, Stil. Und hier sucht jetzt mal ein Outfit raus, was ihr so haben möchtet oder mixen möchtet. Ich nehme natürlich wieder das Outfit. Perfekt. Gehen hier rein, drücken die Pfeiltasten nach rechts, Einstellung bestätigen, spielen. Jetzt habt ihr einen kleinen Zeitfenster. Wenn ich jetzt hier rausgehe, rennt ihr sofort in den Klamottenladen. Wenn ich es noch nicht erwähnt habe, der Glitch klappt natürlich auf jedem System. So, raus. Wir spawnen. Uns einfach reinrennen. Pfeiltasten nach rechts. Ihr bleibt so lange, bis das Outfit von selber kommt. Voila. Dann tut ihr Touchpad, CEO oder Motorradclub zurücktreten. Und somit könnt ihr zum Beispiel das Outfit jetzt auch abspeichern. Oder ihr macht es wie ich jetzt. Pfeiltasten nach rechts und wählt hier was aus. Zum Beispiel, was nennen wir denn? Einfach ein T-Shirt oder ein Pulli. Zack. Ganz, ganz leicht, ja. Man müsste immer ein bisschen rumtüfteln, was man alles machen kann. Wenn ich mehr, ich tue mal auch noch rumtüfteln. Wenn ich noch mehr weiß, dann kommt dazu noch ein extra Video. Ich würde sagen, Leute, ich wünsche euch was. Haut rein. Bis dann. Denkt dran, abonniert den Kanal, liked das Video und folgt mir gerne auf dem Discord, auf meinem Livestream-Kanal. Hört mich freuen. Haut rein. Bis dann und tschüss.